Hallo my friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir backen heute mal wieder und vielleicht kennt ihr meine anderen Backvideos, das ist immer so ein kleines Desaster. Und deswegen machen wir das heute wieder. Wir brauchen eine Schale, so Schüssel. Dann habe ich hier schon mal 100 Gramm Weizenmehl. Ach, wir machen heute ein Angebot. 100 Gramm Weizenmehl und 50 Gramm Zucker. 54 Gramm, was sind die immer dann? Wir machen tatsächlich nur mit einer reifen Banane, da wir nur eine reife Banane zu Hause haben. Das richtige Rezept werde ich euch mal einblenden. Dann ein bisschen Öl, Backpulver und Vanillezucker. So, also man braucht eigentlich noch Zimt, aber ich habe kein Zimt, deswegen haben wir das ohne Zimt. Als allererstes einmal ein bisschen Öl rein, weil das so steht. Ups, egal. Dann die Mischung einmal rein. Und dann 3 Teelöffel Backpulver. Das ist viel zu viel. Deswegen machen wir, Teelöffel, ja, ne. Deswegen machen wir 1. So, hoppala, so, ungefähr würde das passen. Ja, das passt nicht. Okay, das sollte passen. Und dann halt den Rest da rein, ne. Und Vanillezucker. Eigentlich eine Vanillezucker, aber ich habe keine Vanillezucker, deswegen machen wir eine ganze Packung Vanillezucker rein. Und eine zermanschte Banane. Das ist auch total einfach, Bananen zu zermanschen, weil die auch nie irgendwie rausfallen oder weg. Also, keine Ahnung, wie man das sagt. Weggehen. Das ist total einfach. Deswegen machen wir das jetzt mit gewaschenen Händen, weil ich das ja auch so liebe, rumzumanschen. Lecker. Ich habe mir die Hände davor wirklich gewaschen. Versprochen. Aber ich bin auch die Einzige, die das ist, aber trotzdem wäre das ein bisschen eklig. Oh, dieses Gefühl ist so widerlich. Hört das mal. Und eigentlich 2 Eier, aber weil ich ja nur einen mache. Oh, es war so knapp! Was ist mir das Ei untergefallen? Weil ich ja nur so ein bisschen mache, aber einfach haben wir nur ein Ei rein. Und meine Entschuldigung, Leute! Ich stelle euch gleich mal auf so eine Erhöhung drauf. Sehr gut. Wir haben doch Zimt! Ich habe Zimt gefunden! Davon komme ich jetzt auch noch ein bisschen rein. Es war ein bisschen sehr viel, aber egal. Oh, wisst ihr, wie das triggert? Das könnt ihr mal stehen bleiben, bitte. Dankeschön. So, und das vermischen wir jetzt mal. Das ist sehr ungemütlich. So, hallo, hier ist jetzt Fee aus dem Schnitt. wie ihr seht, war es wieder mal ein kleines Desaster. Alles ist daneben gegangen und ich musste alles wieder aufwischen. Dann habe ich einfach das reingemacht und den Ofen angemacht. Ja, das war ein bisschen spät, habe ich dann erstmal verbrannt. Dann habe ich einmal aufgeräumt, dann habe ich einmal gegessen, weil ich Hunger hatte. Und der Kuchen sah dann so aus. Okay, tschüss. So, der sieht jetzt so aus und jetzt muss ich warten. Irgendwie ist die Kamera heute nicht so gut. Ja, genau. Irgendwie ist mein Bananenbrot so ein bisschen unförmig. Aber es kommt auch nicht auf die Form an. Irgendwie, vielleicht hätte ich doch ein bisschen mehr von allem reinmachen sollen. Käse ist, glaube ich, noch nicht ganz durch, aber egal. Ist richtig lecker. Macht es nach. Aber macht es besser als ich. Tschüss, Leute.